ein geiles Ding, was jeder sich anschaffen sollte. Ich habe lange nicht verstanden, wofür das ist, aber es macht einfach nur Sinn. Und wenn man alles zusammenrechnet, kommen wir auf sage und schreibe. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um mein Studio-Setup gehen, da wo all meine Reels entstehen. Wenn ihr mich von Instagram kennt, wisst ihr, dass ich all meine Reels hier, also nicht alle, aber die meisten hier zu Hause drehe. Das Video gilt rein zur Inspo, ist wirklich keineswegs dazu da, dass ich mir angebe und sage, guck mal, wie viel Geld ich ausgegeben habe. Und ich möchte auch sagen, dass das Ganze weder gesponsert ist noch irgendwas. Ich habe mir alles selber gekauft, nichts wurde mir geschenkt, nichts wurde mir geschickt. Deswegen bin ich auch 100% ehrlich, ich sage euch, wenn irgendwas gut ist oder nicht gut ist, haue ich einfach raus. Wir fangen mit den weniger spektakulären Sachen an und enden bei dem spektakulärsten Teil oder Bereich dieses Raumes, nämlich mein Arbeitsplatz, mein Schreibtisch. Kurz vorab, der Raum sah am Anfang so aus und ich hatte auch nicht so wirklich eine Vision dafür. Mir war wichtig, dass ich eine Arbeitsecke habe, also einen Schreibtisch, wo ich dann mich wohlfühle, wenn ich arbeite. Eine Ecke, wo ich filmen kann und zwar am besten auch so, dass ich in mehreren Richtungen filmen kann, wenn ich will. Also ich müsste nur den Tisch drehen, der hier steht, und kann in mehreren Richtungen mit verschiedenen Hintergründen filmen. Das war mir wichtig und ich wollte auch noch eine Chill-Ecke haben und gleichzeitig wollte ich auch noch mal irgendwas haben, wo ich Sachen reinstecken kann, also reinschmeißen kann, die man nicht sehen möchte. Zum Beispiel so irgendwelche Verpackungen von irgendwelchen Lichtern, die ich immer wieder mal mitschleppe. Aber ich will nicht, dass diese Taschen irgendwo hier rumliegen, weil das nervt, das sieht nicht ästhetisch aus. Und da musste ich eben kreativ werden und das war ein langer Weg. Also, was haben wir gemacht? Das letzte Stück, was hier reinkam, ist das erste Stück, was ich euch zeige, nämlich diese IKEA-Kommode. Das ist eine Bester-Kommode, beziehungsweise zwei Stück, die ich zusammengeschraubt habe und mit Türen versehen. Warum mit Türen? Erstmal war die Idee, das Ganze offen zu lassen und wer sich meine Reels angeguckt hat, weiß auch, dass an der, in dieser Ecke, das, was jetzt hinter mir steht, war. Ich habe das Ganze geändert, erzähle ich euch dann nachher, wieso. Da kam diese Bester-Kommode und erstmal sollte, wie gesagt, das Ganze offen sein. Sah nicht so cool aus. Hab Türen gekauft, hab gemerkt, Türen sind teuer und hab auch gemerkt, dass man bei IKEA Scharnieren extra kaufen muss. Nicht cool, IKEA. Und der Schrank war am Ende deutlich teurer, als ich dachte. Der hat sage und schreibe 458 Euro gekostet. Finde ich echt zu viel für so einen Schrank. Aber naja, sieht ganz cool aus, sieht sehr clean aus, bin sehr happy damit und hat extrem viel Platz. Da schmeiße ich, wie gesagt, alles Mögliche, was ich nicht unbedingt sehen will, was aber hier im Raum sein muss, weil ich immer wieder mal drauf zurückgreifen will, da reingepackt. Dann als nächstes haben wir mein DIY-Regal, worauf ich extrem stolz bin, weil ich DIY einfach hasse. Es geht immer irgendwas schief, irgendwas hängt schief, funktioniert nicht. Selbst wenn ich Sachen zusammenbauen muss, die zusammen gehören, nervt es mich. Und bin dann auf die Idee gekommen, beziehungsweise habe mich auch von einer Freundin inspirieren lassen. Liebe Grüße an Lisa. Und zwar habe ich mir diese Schienen von Bauhaus gekauft, dann noch ganz einfache weiße Bretter dazu und so Halterungen mit Schrauben an die Wand befestigt. Und dann hatte ich so ein sogenanntes Regal. So ein bisschen auch wie so Stringregale, falls ihr die kennt. Aber wie gesagt, so die günstigere Version, weil ich hatte keinen Bock, 2.500 Euro oder was in so ein Stringregal zu stecken. Und darunter habe ich diese IKEA-Kommoden dran gepackt. Ich werde übrigens auch alles hier drunter verlinken. Teilweise Affiliate, teilweise nicht. Egal, Hauptsache ihr wisst, was ist. Damit das Ganze eben clean aussieht, damit ich trotzdem diese Schubladen habe, um da was reinzutun, was jetzt nicht unbedingt gesehen werden soll. Aber genau, da kommen Kleinigkeiten, alles mögliche, meine Blitze, Kamerazubehör, irgendwelche kleinen Taschen und so weiter und so fort. Kommen da rein und als ich gemerkt habe, dass das nicht ausreicht, muss ich halt den anderen Schrank holen, den ich euch am Anfang gezeigt habe. Das Ganze hat mich, sage und schreibe, 326,68 € gekostet. Teilweise IKEA, teilweise Bauhaus. Jetzt nochmal kurz, wieso das Regal von dort abgerissen und hierhin gebracht wurde. Mein guter Kumpel Nico, danke für die Idee, meinte zu mir, wenn man in den Raum kommt, sieht man dann direkt entweder diesen weißen, schlichten Schrank oder die Ecke mit den ganzen Stativen und das sieht vielleicht nicht so cool aus als erster Eindruck, womit er auch recht hatte. Also hat er gesagt, mach doch lieber das DIY-Regal an die Wand, dass wenn man reinkommt, das Ganze direkt sieht und den Schrank hinter die Tür, weil wenn du reinkommst, die Tür geht auf, siehst du ja das erstmal nicht auf der linken Seite. Hat auch am Ende Sinn ergeben, deswegen haben wir das Ganze umgezogen. Dann dachte ich mir, ich brauche einen weißen Tisch. Ich hatte das auch in meiner alten Wohnung, hatte ich einen weißen Tisch, auf dem ich gefilmt habe und das war ganz nice, ganz clean, aber das war halt so ein improvisorischer Tisch. War ein IKEA-Tisch, den ich angemalt hatte, hat mir nicht gefallen, sah nicht so cool aus. Die Farbe ist immer wieder mal abgegangen. Deswegen dachte ich, komm, wir gönnen uns mal einen neuen Tisch. Hab dann einfach einen weißen Esstisch bei Westwing gekauft und Westwing hat richtig verkackt, weil an der Ecke hier ist das schon angeditscht angekommen und irgendwo hier ist auch ein fetter Kratzer. Hab schon Bilder gemacht, wollte das an die schicken und sagen, gib mir mal ein bisschen Nachlass, habe ich vergessen. Und dann war das schon zu spät. Aber genau, das Ganze hat 159 Euro gekostet. Ganz normaler weißer Esstisch ist das. Hierauf filme ich halt Sachen, wenn ich von oben filme. Unboxing-Sachen, solche Sachen. Oder halt wie wenn ich jetzt hier sitze und was aufnehme. Manchmal auch Online-Workshops und so weiter und so fort. Mache ich halt alles an diesem Tisch. Ein cleaner Tisch. Ohne dass meine ganzen Bildschirme, oder ich habe einen Bildschirm und der Rest, wozu wir dann später kommen, draufsteht. Ich brauche einen cleanen Tisch. Und dann zu guter Letzt dachte ich mir so, hey, eine Sitzecke wäre doch auch cool, weil die Ecke bleibt doch leer sonst. Wäre ja schade drum. Und habe sehr lange nach Sessel gesucht, war mir aber auch nicht sicher mit dem Ganzen, wie das aussehen soll. Einerseits, bisher war es ja sehr viel weiß und clean. Andererseits dachte ich mir, ich will aber auch Farbe.
Farbe reinbringen. Ich wollte die Wände ungern anmalen, weil ich dachte, hey, ich will mit Bildern und so weiter und so fort Farbe reinbringen. Oder mit Elementen wie zum Beispiel Lampen und so weiter und so fort, was wir uns auch jetzt gleich näher angucken werden. Deswegen dachte ich, okay, die Möbel sollten auch vielleicht ein bisschen Farbe haben. Fehlgeschlagen, habe mir einen weißen Sessel geholt, so einen Schaukelsessel. Darauf lese ich morgens so 20, 30 Minuten, trinke meinen Kaffee und manchmal, wenn ich brainstorme, setze ich mich auch dahin. Und wenn ich Besuch habe, die freuen sich auch alle auf diesen Stuhl wie kleine Kinder, egal wie alt, diese mega nice Feier. Ich bereue es keine Sekunde, ist von Maison Dumont und hat mich sage und schreibe 264,98 € gekostet. Richtig geiler Stuhl, ist auch wirklich bequem. Also sieht nicht so bequem aus, wie es ist, ist aber bequem. Dazu brauchte ich einen Beistelltisch, ewig gesucht, habe mich dann für diese, wie heißen die, Stringregale, was auch immer, entschieden. Die sollten eigentlich irgendwo an die Wand. Hab die dann umfunktioniert zu einem Tisch. Hab auch eine Platte schon dafür bestellt von Nordic Nest. Kam, wurde zurückgeschickt, weil irgendwas mit DHL-Richtlinien, keine Ahnung was, hat nicht gestimmt. Whatever. Kommt auf jeden Fall eine schwarze Platte noch drauf, damit das wirklich wie so ein Tisch ist. Und da drin habe ich jetzt nur ein weißes Papier. Da sollen irgendwelche Magazine oder Schallplatten oder sowas reinkommen. Auch wenn ich keinen Schallplattenspieler habe. Und dahinter ist mein Lieblingslicht in diesem Raum. Das ist eine Schirmlampe. Und an der Stelle auch ein Tipp für euch. Solche Lampen als Practical Lightings im Video, geisteskrank. Alles, was quasi so eine Art Softbox halt hat, ne, so ein Schirm hat, ist etwas weicher und sieht dann im Hintergrund deutlich nicer aus. Habe ich jetzt auch gelernt, als ich diese Wohnung eingerichtet habe, weil das echt eine Herausforderung war, das Ganze auch so einzurichten, dass es im Video gut aussieht. Weil es ist wichtig, dass es auch im Video gut aussieht und gleichzeitig aber auch praktisch ist. Das heißt, diese Lampe ist auch eine Leselampe, wenn ich da sitze abends, manchmal auch lese. Dieser Stringtisch ohne die Platte hat 139 € gekostet. Platte kostet, glaube ich, auch 40 €. Ist noch nicht da. Und das Licht mit Versand hat 150,30 € gekostet. Dann kommen wir zum besten und letzten Teil dieses Raumes. Mein Schreibtisch. Und da findet das meiste statt. Hier arbeite ich, hier schneide ich alles, hier schreibe ich auch meine Ideen runter. Auch wenn ich da brainstorme, schreibe ich die auf. Aber am Ende, wenn es ins Detail geht und das Ganze wirklich niedergeskriptet wird, wird das alles tatsächlich an dem Schreibtisch gemacht. Ich habe da meistens meinen Laptop aufgeschlagen plus den Bildschirm oben drüber, weil ich einfach viel mehr Arbeitsfläche habe und kann dann, zum Beispiel, wenn ich bearbeite, oben Premiere Pro aufhaben und unten dann eben meine ganzen Ordner, Skripte, whatever. Woraus besteht dieser Tisch jetzt eigentlich? Also, wir haben den Schreibtisch selbst, den hatte ich schon auch in meiner alten Wohnung. Keine Ahnung, der hat 150-200 € gekostet und den zähle ich jetzt in dieser Rechnung nicht mit, weil ich den schon hatte. Alles andere habe ich leider neu gekauft oder kaufen müssen. Dann, das geilste, was auf diesem Tisch drauf kam, was ein Gamechanger für mich war, waren diese Balolo Desk Setup Teile. Das heißt, dieser Cockpit, dieses Brett, worauf der Bildschirm steht, dann die Lautsprecherhalterungen, dieses Ding, was unter dem Cockpit ist, das ist ein separates Teil, was man dran schraubt, wo die Festplatten jetzt drauf sind. Und keine Ahnung wieso, habe ich mir auch so einen Apple Watch Halter bestellt, den ich nie benutze, aber ist jetzt halt da, kostet auch 40 € oder 35, keine Ahnung. Naja, jedenfalls habe ich das Ganze gekauft und ich muss sagen, diese Balolo-Teile wirklich extrem geil. Ich hatte die leider erstmal in der falschen Farbe bestellt, zurückgeschickt, wieder neu bestellt, in Eiche 1A, wirklich empfehle ich jedem. Keiner, wie gesagt, habe ich dafür bezahlt, liebe sie, würde es auch jedem empfehlen, einfach Game Changer. Selbst wenn man das mit den Festplatten sieht, wenn der Laptop aufgeschlagen ist, sieht man gar nichts mehr. Mega geil. Und alles sieht ästhetischer, cleaner aus und so weiter und so fort. 329,80 plus 34,90 plus 79,90 gekostet. Wie gesagt, diese Gesamtsumme kommt dann am Ende, rechne ich euch zusammen und vielleicht fasse ich auch mein Mikrofon nicht so viel an. Dann haben wir die Lautsprecher, die darauf kommen. Die sind von Audio Engine A5 Plus heißen die. Nochmal, alles unten verlinkt. 279 €. Der Sound ist okay, mir fehlt ein bisschen Bass. Ich weiß nicht, ob man für den Preis was Besseres bekommt. Man kann natürlich auch mehr investieren. Ehrlich gesagt, ich bin auch aber kein Audio-Profi, nur ich höre, ist okay. Ist jetzt keine 10 von 10, ich würde sagen, so 6 bis 7 von 10 ist in Ordnung so. Dann ein geiles Ding, was jeder sich anschaffen sollte. Ich habe lange nicht verstanden, wofür das ist, aber es macht einfach nur Sinn. Diese BenQ-Lampe über dem Bildschirm. Geisteskrank, das Teil. Leuchtet deinen Tisch aus, leuchtet den Hintergrund aus. Der Tisch wird ausgeleuchtet, dann siehst du, was du da machst, wenn du was runterschreiben musst oder sonstiges. Ist perfekt dafür. Du kannst die Temperatur anpassen. Du kannst dir einen Lieblingsmodus einstellen. Du kannst das Licht im Hintergrund ausschalten oder das Licht im Vordergrund ausschalten. Nur das Hintergrundlicht anlassen. Ganz, ganz Temperatur verändern und so weiter und so fort. Und du kannst das Ganze auch für Videos benutzen. Also es sieht extrem geil aus, wenn es im Hintergrund als Hintergrundlicht ist. Und wenn man einen Mistfilter noch drauf tut. Crazy. Richtig geiles Teil. Kostet 169 €. Würde ich auf jeden Fall immer wieder kaufen. Also wenn ich das nicht hätte natürlich. Dann habe ich mein Rode PodMic. Das ist das hier, womit ich gerade aufnehme. Absolut geiler Sound, hat 303 € gekostet mit dem Ständer, der mir fast ins Gesicht geflogen ist. Aber lohnt sich auch. Ich finde das unnormal geil, wenn man vor allem stationär Sachen macht. Oder auch für Podcasts. Oder auch für Live-Workshops, wenn du sowas machst. Geiles Teil. Natürlich könnte man auch von Shure oder so Mikrofone holen, aber ich habe eigentlich tatsächlich alles von Rode bisher und bin super happy damit. Dann haben wir den Monitor. Asus ProArt 32 Zoll UHD Monitor. Der ist extrem geil, weil die Größe habe ich jetzt quasi vergrößert. Vorher hatte ich 27 Zoll. Der ist sehr
sehr gut kalibrierbar, sehr nice Farben, Preis-Leistung extrem gut, 791,72 €. Quali, alles extrem nice. Ich war happy davor mit meinem Asus, wollte aber einen größeren haben und habe den jetzt bestellt, bin sehr, sehr happy damit. Mein Stuhl ist von IKEA. Kostet 349 €, ist ein Lederstuhl. Extrem bequem, wirklich. Also sieht vielleicht nicht so aus, aber ich bin so happy. Damit finde ich viel, viel geiler als der Stuhl, den ich davor hatte. Und dann haben wir einen Teppich. Damit wollte ich unbedingt eine Farbe reinbringen. Ich finde blau, rot, weiß, die Kombi, unschlagbar geil. Fast Kontrastfarben. Aber dieses Ausgewaschene hat mich gecatcht, weil das nicht zu bold ist, weil es nicht zu in your face ist. Ich habe dann die dünnere Variante geholt, weil ich halt mit meinem Stuhl drüber rolle und wollte nicht, dass das so abfusselt oder ja kaputt geht, der Teppich, wenn er dick ist. Deswegen habe ich die dünnere Variante geholt von Ruggable und kostet trotzdem 279 €. Dann diese graue Matte auf meinem Tisch. Der dient einfach dazu, dass es, glaube ich, cool aussieht und ist auch so eine Art Mauspad. Also man braucht keine Mauspad, sieht alles cleaner aus und finde ich auch nice, vor allem wenn man von oben was am Schreibtisch filmen möchte, hat man nicht dieses, was da, also dieses Orangene vom Holz, was ich nicht so geil finde auf Video, sondern man hat nochmal so einen helleren Kontrast, als es Sinn ergibt. Also ist halt noch eine hellere Farbe da und ist auch generell, sieht ästhetisch aus, sieht cleaner aus. Bevor ich das alles dahingestellt habe, ganz wichtig, habe ich diese Wandkleidung, was man auch hier auf dem Video sieht, dran gemacht. Das ist eigentlich Akustikpaneele, nennt sich das. Also die nehmen schon ein wenig den Hall im Raum raus und vor allem sieht das ganz cool aus. War nicht geplant, dass ich die an die Wand mache, aber irgendwie hat es dann doch gepasst. Die habe ich bei Globus Baumarkt geholt, weil ich eine längere Länge haben wollte. Die gibt es aber auch im gängigen Baumarkt. Ich habe jetzt die 265 cm Längen. Ich glaube, 6 Stück habe ich geholt für 323,79 €. Genau, und das war es auch mit meinem Schreibtisch. Also zusammengefasst habe ich einen Schrank, wo das ganze Zeug hinkommt, das ich nicht unbedingt sehen will oder das quasi nicht ästhetisch aussieht, wenn es rumliegt. Dann haben wir mein Regal hinter mir, das ästhetisch aussieht und auch praktisch ist, weil meine Kameras und so drauf sind. Dann haben wir den Tisch, wo ich arbeite, wo ich filme ganz viel, Top-Down-Shots, Unboxings und so weiter und so fort. Meine Chill- oder Leseecke und zu guter Letzt mein Schreibtisch mit meinem Teppich und so weiter und so fort. Wo das meiste natürlich stattfindet. Und wenn man alles zusammenrechnet, kommen wir auf sage und schreibe 4.476,97 €. Also knapp 4.500 € habe ich hier reingesteckt. Ich habe jetzt so Kleinigkeiten, die ich equipmentmäßig ein bisschen erweitert habe, zum Beispiel mir einen C-Stand geholt, die nicht mit reingerechnet, weil das nicht zum Deko-Teil gehört. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch damit etwas inspirieren konnte. Wenn ihr Fragen habt, herzlich willkommen in den Kommentaren und ich freue mich, euch hoffentlich bald in dem nächsten Video zu sehen.